Heute haben wir im Kantonsrat eine neue Steuer versenkt, die die Regierung hat einführen wollte bei den Spitälern. Eigentlich hat die Regierung Geld sparen im Rahmen der Leistungsüberprüfung 2016. Stattdessen hat sie die Idee gehabt, eine neue Steuer einzuführen. Diese Abkürzung haben wir nicht annehmen. Zweitens, die Spitalsteuer wäre willkürlich gewesen, weil sie nur zwei Unternehmen besteuert, zwei Spitäler, die effizient arbeiten und Gewinn machen. Wenn die Spitäler Gewinn machen, hätte die Regierung auch können zum Beispiel anschauen, dass sie ihnen weniger Geld gibt, also auf der Kostenseite optimieren, anstatt einfach sich am Gewinn bedienen.